Hallöchen, meine lieben Pikachus, was geht ab? Ich heiße euch natürlich mit Pferden und Schweinen und generell Tieren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es 10 verrückte Sprünge. Also, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst einen Daumen nach oben da, falls euch das Ganze gefällt. Schaut gerne in meinem Shop vorbei, der ist unten verlinkt. Und ansonsten abonniert mich kostenlos, denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Jetzt geht's los, viel Spaß. Let's go. Hallöchen, so, okay, Adventure Mode müssen wir gehen und ansonsten können wir, glaube ich, einfach schon starten. Hier sind noch 3 verschiedene Köpfe drin, aber was wollen wir mit Köpfen machen, ne, ihr kennt es. So, okay, bla bla bla, das geht nicht an mich, das geht an irgendeinen anderen amerikanischen YouTuber. Aber ich bin sehr gespannt, ich glaube nämlich, die Map ist richtig cool. Wie gesagt, es gibt 10 verschiedene Sprünge, glaube ich, Level 1, Pink and Purple, da steht Set Time Today. Okay, machen wir einfach mal, obwohl es schon Tag war. Ja, die Logik, jeder kennt sie. Gut, und da geht's, glaube ich, direkt schon mal runter. Wunderbar, first try. Das war jetzt nicht so das schwierigste Level. Also er hat gesagt, man braucht insgesamt eventuell... Oh mein Gott, ah ja, doch, das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Hier sind überall, ich weiß nicht, wie ich die öffnen kann jetzt. Hier sind überall Kisten versteckt. Moment, ich kann das... Hä? Nicht Kisten versteckt, sondern so Blumen oder sowas. Hä, aber ich glaube, das ist dahinter. Nur Moment mal. Ich muss ja jetzt irgendwie noch hier rauskommen, wenn ihr wisst, was ich meine. Die Frage ist natürlich wie. Also hier hinter können natürlich auch Buttons sein, das ist klar, das kennen wir ja schon von anderen Maps. Nur was mich gerade ein bisschen irritiert ist, dass es dahinter irgendwie nicht die Möglichkeit gibt, diese Kiste zu öffnen. Warum? Normalerweise muss man die doch öffnen können. Moment, ich gucke erstmal, ob hier irgendwo ein Button ist. Hier ist aber die Kiste. Ich will die Kiste öffnen, warum geht das denn nicht? Die Frage ist da irgendwas drin, irgendwas, woran er nicht gedacht hat? Beziehungsweise, ich weiß es nicht, Moment. Wenn ich das jetzt abbauen würde, habe ich einfach mal testweise gemacht, was ist da drin? Eine Flower, okay. Also, Leute, das Problem, also ich, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, man konnte es aber nicht öffnen, ne? Ihr habt es ja gesehen, ich habe versucht, aus verschiedenen Winkeln irgendwas zu machen. Okay, hier ist ein Button, denke ich mal, versteckt, oder? Lol, das ist doch ein gutes Versteck, warum versteckt er da keinen Button? So, hier unten vielleicht? Ne, auch nicht. Lol, wie komme ich denn jetzt hier ins... Ach doch, da ist ein Button. Ah, nice, okay, nächstes Level. So, wir haben jetzt Nachtsicht bekommen. Hier sind auch noch Tränke der Nachtsicht, aber das brauchen wir nicht mehr, haben wir sowieso. So, und ansonsten hier können wir wieder zu Day schalten. Und hier geht's weiter. Okay, remember to step on the pressure plate. Ach so, wegen dem Spawn Point. Dann machen wir Level 2, heißt Rainbows. Ich würde sagen, jetzt fliegen wir mal runter. Da war irgendwas, ne? Moment mal, ich töte mich mal. Ich glaube, da war was, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine... Seht ihr das? Da ist irgendwas. Moment, aber da kommt man nicht. Nee, da ist nur ein Dingens. Da sind nur die Command-Blocks versteckt. Okay, gut, dann würde ich sagen, fliegen wir mal runter. Eigentlich null Problem, ne? Jawohl, haben wir geschafft. Wäre auch sehr, sehr bitter, wenn nicht. Aber wo ist jetzt die Kiste? Genau, da ist die Kiste. So, was steht da? Milk for you if you want. Ach so, ne, brauche ich nicht. Ob ich jetzt Nachtsicht habe oder nicht, ist ja egal. So, wo ist denn hier... irgendwas, um zu verschwinden. Wie gesagt, also, Flower muss man finden oder kann man finden. Gibt es in jedem Level so als kleines Secret oder so. Muss man aber natürlich nicht finden. Das ist so einfach nur, um dazu zu machen. Wir haben eine Flower schon mal. Das wäre natürlich jetzt praktisch, die zweite zu bekommen. Milk. Moment, da ist eine Kiste, sehe ich jetzt gerade. Die Frage ist, wie öffnet man diese Kiste? Ach, lol. Ach, ich habe die Leiter gar nicht gesehen. Okay, Flower, jawohl. Flower Nummer 2 haben wir. So, und jetzt ist hier irgendwo ein Button. Ja, hier ist nichts mehr. Okay, gut, dann gehen wir mal rüber zu anderen Bäumen. Ich wüsste jetzt nicht, wo es lang geht. Okay, hier sind keine mehr. Und ansonsten ist hier auch keine Leiter. Ach, da ist ein Button. Okay, nice. Time set today und natürlich wieder Spawn Point. Level 3, Villagers. So, oh, ich hab die Kiste. Nice, fall auf den Block, Beats, fall auf den Block und stirb. Lol, die Sprünge an sich sind ja gar nicht so schwierig. Also, das ist ja kein wirklicher Dropper, wenn ihr wisst, dass ich meine, ist da eine Lücke? Ne, wir müssen das in der Luft öffnen. Oh nein, Alter, ist das, okay, das ist schwierig. Ja, ich dachte, das wäre jetzt so schwieriger Dropper, aber ich meine, da in diese 4x4 Löcher zu fallen, sollte eigentlich kein Problem sein. Nein, ach, da ist ein Button drin, keine Flower. Ja, ich hab ihn, oh mein Gott, jetzt ins Wasser. Hä? Jawohl, haben wir geschafft. Nice, okay, Alter, das war mega Luck, dass ich den bekommen habe. Lol, steht da drauf. Als ob der jetzt nicht wichtig ist. Moment. Ich dachte, ich kann den jetzt irgendwo hin platzieren. Aber nein, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Das gibt's nicht. Moment, hier ist eine Flower, jawohl. Dritte Flower haben wir. Hier hinter ist nix. Lol, als ob das jetzt so ein Troll war und wir gar keinen Button brauchen. Alter, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Moment. Irgendwo ein Button, den man hinsetzen kann. Hier ist Melone. Hier im Wasser ist auch nix. Hier ist...
Lol, das war ein Troll. Wir brauchten das Scheißding gar nicht. Mann. Und was ist das jetzt? Das ist Level 4 Redstone. Okay, man muss hier... Ach so, einfach das Ding aufmachen. Okay, kein Problem. Null Problemo. Hier ist nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, droppen wir mal. Oh. Droppen wir mal. So, jetzt ist da Wasser. Und hier sind überall... Yo! Warte mal. Ist da ein Button? Da hinten ist der Button. Okay, den habe ich schon mal. Ah, da ist die Flower. Lol, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich teste ich jetzt alle Kisten aus. Alter, okay, Button haben wir ja auch schon gesehen. Das war der hier. Genau. Und sind jetzt in Level Nummer 5. Okay, es geht gut voran, muss ich sagen. Es geht sehr gut voran. Da rechts ist, also links ist der Button, rechts ist Wasser. Das Ding ist nur, wo ist eine Kiste? Da. Nice, die Flower. Die war ja nicht mal wirklich versteckt. So, jetzt hier YOLO, einfach über die Magma-Teile drüber. Und jetzt sind wir auch schon in Level 6. So, setzen unseren Spawnpoint. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es da so gibt. Verschiedene Löcher irgendwie. Okay, wo springen wir denn runter? Ich würde mal sagen, wir springen hier mal runter. Okay, das war ein Troll. Eine Seite wird wahrscheinlich richtig sein. Moment, Moment, Moment. Es geht ja hier nach außen. Ne, geht's nicht. Okay, okay. Ich dachte kurz, aber hier geht's nicht nach außen. Okay, man muss aber natürlich jetzt am Ende... Oh, scheiße. Der links daneben. Hier ist es nicht, ne? Der, das war... Ist das der? Oh, ich habe keine Ahnung. Moment, ich habe keine Ahnung. Wenn wir spawnen... Jawohl, das war der Richtige. Okay, das war der Richtige. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir hier raus? Da, ich habe eine Kiste, oh mein Gott. Flower, jawohl. Schaffen wir es heute in jeder Dingens eine Flower zu finden? Das wäre natürlich geil, in jedem einzelnen Level. Jetzt müssen wir nur irgendwie hier wegkommen. Aber ich weiß nicht wie. Ist hier irgendwas noch, hä? Irgendein Button da oder so? Ah, da ist der Button, ich sehe ihn, Leute. Ich sehe ihn, da ist er. Schwer zu bekommen, aber tatsächlich. Leute, ich bin einfach an die falsche Seite gegangen. Wie dumm bin ich denn? Der ist hier auf der Seite. Och mein Gott. Ich habe mir gerade gegen die Stirn gehauen, ja. Ich gucke mir das an und dann suche ich immer noch die falsche Stelle aus. Okay, was haben wir hier? Dropping Anvils. Lol, okay, da sind Anvils. Tatsächlich, Leute, seht ihr das? So, jetzt fliegen wir aber mal runter. Oh, da sind Spinnennetze. Da müssen wir hin. Da sind Spinnennetze, wunderbar. Und hier ist so eine Art Anvil-Labyrinth. Ist tatsächlich mal eine Möglichkeit, die man irgendwie in Trap King so richtig benutzen kann, wenn man das also richtig, richtig gut macht. Einfach so ein paar... Anvils dahin zu stellen. Moment, wo war denn jetzt die Kiste? Aber das wäre tatsächlich für Trap King oder Trap House OP Battle oder so, wäre das eine gute Möglichkeit, Leute. Ihr könnt mir gerne immer noch Ideen in die Kommentare schreiben. Ach, da ist die Kiste. Lol, ich gucke die ganze Zeit nach unten. Dabei war die oben. Okay, jetzt haben wir schon mal die Kiste und die nächste Flower. Und jetzt fehlt uns tatsächlich nur noch hier der Button oder irgendwie ein Weg, wie wir halt ins nächste Level kommen. Ach da, ich hab ihn. Okay, ich hab ihn. Stein auf Stein. War tatsächlich schwierig, aber wir haben es geschafft. The Battle with the Dragon. Okay, es gibt einen Drachenbattle. Was steht da? Look, but do not touch. Okay. Gut, wir springen runter. Wo ist was? Da ist Wasser, die kleine Lücke. Und, jawohl, wir haben es geschafft. Nice, das ist schon mal sehr gut. Jetzt fehlt uns natürlich erstmal wieder die Kiste. Und dann ein Button, ein Button. Gut, hier ist der Button. Okay, hier kommen wir schon mal weg von der Map. Das haben wir schon mal. Jetzt fehlt uns nur noch irgendein Weg, hier eine Flower zu finden. Ach, hier ist ein Eingang. Lol. Okay, das muss man aber auch erstmal finden. War so schwierig. Nee, aber hat man trotzdem nicht gesehen. So, nächste Flower. Und jetzt gehen wir sofort ins nächste Level. Wo war denn das? Da, nee, da war der Button, glaube ich. Genau. Hier unten. Nice. Und sind jetzt in Level Nummer 9. Das vorletzte Level, Leute. Es geht rund. So, wir haben eine Lore. Once you get on Minecart, do not get out until the button. Okay. Bis wir auf dem Boden sind, sollen wir jetzt nicht rausgehen. Da ist ein Schalter. Ja gut, aber ich darf ja nicht rausgehen. Was machen die? Ach so, der hat einfach nur umgelegt, damit das hier passt. Alles klärchen. Gut, wo kommen wir an? Oh! Okay, es gibt einen Jump. Es gibt einen Jump. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Muss ich, ich mach's einfach mal so. So sollte ich ja auch nicht sterben, genau. Ich weiß nicht, ob man auch damit da landen kann. Das kann ich euch nicht sagen, Leute. Okay, softest Landing ever. Ich weiß. Natürlich. So, also, Kiste muss jetzt erstmal gesucht werden. Da habe ich schon mal den Button gefunden, wunderbar. Jetzt nur noch die Kiste. 2000 Jahre später. Die Kiste finde ich jetzt hier allerdings nicht. Was ich glaube ist, dass die oben irgendwo auf dem Weg war. Ich habe mich da umgeguckt, natürlich, weil ich davon ausgegangen bin, aber ich habe nichts gesehen. Das heißt, wir können das jetzt leider nicht machen. Okay, schade. Dann ist das das erste Level, wo wir keine Kiste gefunden haben. Und hier haben wir ein Herz. Und wo geht's weiter? Da? Ja, da ist Wasser.
Okay, jetzt wollen die es uns aber ganz einfach machen, oder? Okay, Sprung war kein Problem. Kiste auch kein Problem. Oh, sogar eine Special Flower hier zum Schluss nochmal. Und jetzt müssen wir nur noch hier irgendwie versuchen rauszukommen. Was steht da? Ein Hole. Nee, da will ich nicht rein. Dann komme ich nicht mehr raus, leider. So, und ansonsten, wie gesagt, nur noch der Button da unten. Jawohl, wir haben ihn. Alter, das ging ja fix. Mit Flowers Knöpfe drücken. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Und jetzt sind wir in einem riesigen Raum voller Kuchen und Hasse nicht gesehen. So, wir sprengen jetzt erstmal hier alles. Da geht's auch schon los. Zack, jawohl. Spreng das hier alles weg, das genauso. Alles voll machen. Und jetzt ab die Post, liebe Leute. Ab die Post, ab die Post, ab die Post, ab die Post, ab die Post. So, alles muss jetzt hier runterfliegen, Leute. Zack, und es fliegt runter. Nice Scheiße. Danke an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst ein Like da, es regnet Wolle. Wir sehen uns morgen, ne Quatsch, um 19.30 Uhr beim Adventskalender-Video wieder. Also, bleibt dran, schaut da vorbei, abonnieren nicht vergessen und liken. Dankeschön fürs Zuschauen, euer Beats.